Recht herzlich willkommen zur 70. Folge von City Skylines. Ja, wir haben letztes Mal das Gebiet hier unten, wo die Industrie, die Ölindustrie ist, so ein bisschen weiter ausgebaut. Wir haben mal über den Müll geguckt, wie die Probleme da sind. Ja, solche Sachen haben wir alle gemacht, ne? Wir sind jetzt hier unterwegs. Und wir haben dabei auch festgestellt, dass wir noch arge Verkehrsprobleme haben. Die sollten wir uns mal angucken vielleicht. Und die sind hier in diesem Bereich immer noch gegeben. Das hat man ja schon mal bearbeitet. Die anderen Stellen sind geringer bis auf hier. Hier ist natürlich auch großes Problem. Die stauen sich schon bis dahin zurück, weil die hier runter wollen. Das ist nicht so gut, ne? Und hier ist auch Verkehrsaufkommen hoch. Also die Straße hier ist ein Problem, ne? Einspurig runter, ne? Vielleicht sollten wir da noch eine zweite Abfahrt machen. Ja, wäre vielleicht sinnig. Gucken, was dann passiert. Warte mal, gehen wir nochmal einen Schritt zurück, nochmal in diese Übersicht. Wo fahren die denn alle hin? Im Prinzip stehen die hier vor einer roten Ampel, ne? Fahren dann alle nach rechts hier in die Stadt rein und dann fahren sie weiter hier in das Wohngebiet rein. Also, das würde bedeuten, wir könnten auch vielleicht hier noch eine Brücke hinbauen und da eine Abfahrt machen. Vielleicht hier rein. Hier ist die große Straße, okay. Dann will ich ja schon fast sagen, wir kommen hier rauf. Gut. Das würde ich dann mit der Autobahnabfahrt lösen wollen. Wir machen das hier, gehen dort raus. Gehen dort raus. Gehen dort einen höher. Nee, machen wir so eine Kurve dahin. Ja, wir müssen so. Das hat keinen Sinn. So, und jetzt hin, dass es klappt. Gar nicht. Bagger raus, dann nehmen wir das weg. Und dann nochmal geguckt. Straße bauen, Bagger weg. So, ne? Fällt mir aber noch nicht. Tja. Irgendwie gefällt mir das noch nicht. Wir müssen hier. Achso, jetzt geht doch mit der Kurve. Guck mal an. Warum will der da nicht hin? Ach so. Jetzt müssen wir da mal rüber sitzen. Okay. Kurve finde ich nicht schlecht. Einmal ein bisschen weiter weg vielleicht das Ganze. Ach so, da war noch eine Säule. Aha, da muss eine Säule hin, definitiv. Da eine hin und wir müssen ja auch noch über diese Straße rüber, fällt mir so ein, ne? Und dann müssen wir runter. Und dann müssen wir runter. Hier hin, oder?
Dann wollen wir hoffen, dass da gleich Autos fahren, ne? Sieht zwar ein bisschen komisch aus hier, aber ist halt so, ne? So, gibt es jetzt welche, die da nicht mehr runterfahren wollen? Ah, da überholt einer. Können wir in der Zwischenzeit mal den Bagger aufmachen. Und diese Häuser abreißen, die... Da kommen welche und fahren die da runter? Nein. Das sind Müllwagen, auch schön, ne? Ja, vielleicht ergibt sich hier mal was, dass die sehen, okay, da gibt es noch eine zweite Einfahrt. Okay, tierische Geräusche, das war das falsche Haus, aber Schicksal. Da drüben fehlt das Wasser, dann machen wir mal schnell noch die Leitung verlängern. Und machen wir hier auch noch lang und fertig. So, ich habe noch kein Auto gesehen, das so runterfährt. Hier will keiner ins Wohngebiet. Da unten fehlt noch Wasser, müsste aber gleich kommen. Obwohl, das liegt hier schon ein bisschen auch jetzt dran. Okay, Wasserwerke. Hier oben haben wir eine, da können wir auch noch eine zweite nebensetzen. Ne? So, passt's, oder? Entschuldigung. So, Wasservorräte sind wieder besser geworden, alles gut. So, wie sieht's aus mit unserem Stau auf der Autobahn? Ich glaube, der ist ein Stück kürzer geworden, aber es liegt bestimmt nicht daran, dass wir hier... Da. Der erste LKW fährt da lang. Na, wer weiß, wenn wir hier den nächsten Stau praktiziert haben. Okay. Jetzt ist er schon hier bei der Brücke. Ich glaube, er reduziert sich aber langsam. Keine Ahnung warum, aber er reduziert sich. Ja. Gut, wie gehen wir dann da dahin? Das war die zweite Straße. Müssten wir hier wieder hoch und dann auffahren, ne? Und hoch das Ganze auch noch. War schon viel zu hoch. Okay, das ist erstmal nix. Interessanterweise will er hier jetzt nicht dran bauen. Ort ist bereits belegt, ja. Kriege ich das hin oder nicht hin? Ich glaube, ich kriege das nicht hin. Das würde bedeuten... Aber ich muss von hier nach da, sonst geht das nicht, ne? Oder krieg, warte mal, was ich auf jeden Fall machen kann, das machen wir jetzt auch. Ich kann auf jeden Fall hier dann da dran pappen, vielleicht irgendwo, vielleicht geht's irgendwo, aber... Und da hinten weiter. Gut, da war, da klemmt er ein. Aber nicht da oben, ne? Oder doch da oben. Hier wird er da oben reingehen. So sieht's doch gut aus, oder? So, jetzt können die von beiden Richtungen dahin. Da fährt auch schon der erste LKW da runter. Und da lang. Das hat auf jeden Fall schon mal geklappt.
So, aber hier stehen sie immer noch, Schlange. Immer noch an der gleichen Stelle. Vielleicht sollten wir die Straße mal hier größer ziehen. Kann man da was ändern? Das ist die Frage, ne? Die sechsspurige Straße. Ohne Grünstreifen, also die. Müsste man da was wegmachen erst. So. Und jetzt würde ich sagen, macht man die Autobahnverbindung noch anders. Und zwar so, da drauf. Diese können wir dann ganz wegnehmen. Jetzt gehen wir das mit dem Dingens gerade ein bisschen. Und hier würde ich jetzt sagen, machen wir da den Abzweigring. Den kurzen würde ich jetzt verändern. Ja, ich glaube, jetzt können wir das hier wegnehmen, oder? Und die fahren jetzt da lang. Das Stück kann auch weg. Ich glaube, jetzt gibt es da keinen Stau mehr, oder? Wenn hier jetzt mal rot wird, können wir das auch noch wegnehmen. Aber wir nehmen das schon weg. Die fahren da sowieso gerne weg. So, passt schon. So, und jetzt hier einmal hin. Auf jeden Fall ist es schon besser geworden, glaube ich. Es ist ja hier mehrspurig, deswegen sieht es insgesamt etwas besser, glaube ich, aus. Müssen wir dann noch beobachten. Hier ist irgendwas noch mit dem Wasser nicht in Ordnung. Verstehe ich zwar nicht, weil Wasser ist da. Ist auch die Menge an Wasser da. Und hier können wir Häuser abreißen ohne Ende. So. Den Bagger nochmal raus. Schade, einer war wieder dabei. Komm, wir reißen den mal ab, dann kriegt er gleich einen neuen Wasseranschluss irgendwann mal. So. Und da fehlen einfach Arbeiter. Das ist das Problem, dass diese Firmen aufgeben dann. Ja, müssen wir da neuen Griff kriegen, ne? Wohngebiete bauen, fehlen auch unten, sieht man schön, ne? Hier sind die Mülldeponien jetzt. Ja. Hier unten passt es eigentlich. Nur hier oben nicht. Gut, dann müssen wir hier noch Wohngebiete haben. Können wir dann auch hier bauen, so ist ja nicht. So, die können runterfahren, jetzt fehlt es nur noch das Rauffahren, ne? Wäre dann auch noch schön, wenn das hier wäre, ne? Nur das Rauffahren geht ja nun mal in die andere Richtung und das wollte er eben nicht.
Na. Das wird schwer hier rüber. Wie kriege ich das dahin? So ein tiefer. So, jetzt haben wir da eine Auffahrt, oder? Und wie machen wir es dann weiter von hier aus? Können wir von hier aus dann darüber? Irgendwie will er jetzt hier nicht rüber. Passt irgendwie da nicht. Die Säulen gehen nicht über die Autobahn. Tja, wo geht er rüber? Das ist dann die Frage, ne? Ist glaube ich schon zu tief. Also da geht's. Und dann müssen wir runterkommen. So, jetzt haben wir Auf- und Abfahrt. Riesiges Ding, aber es ist da. Gut, okay. Runterfahren schon einige, rauf wahrscheinlich noch keiner. Aber das werden wir auch mit der Zeit hinkriegen. Hier ist immer noch ein Wasserproblem. Ich kann das nicht schimmern, warum die ein Wasserproblem haben, weil... Ach so, ich verstehe schon. Muss auch angeschlossen werden, ne? So, jetzt ist das Wasserproblem auf jeden Fall weg. So sieht's aus. Das war das Problem. Alles klar. Strom. Oh, machen sie gleich selber. Wir haben schon wieder was mit der Abrissbirne zu tun. Ja, schade drum. Aber das wird sich jetzt immer wieder ergeben. Ja, da müssen wir gucken, dass wir dann in der nächsten Folge Wohnhäuser hier machen. Damit die dann hier Arbeitsplätze haben. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.